Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Filmlux, die großen 250. Ihr wollt euer Filmwissen aufpolieren? Dann seid ihr hier genau richtig. Als Filmfan kann man nie genug über Filme wissen. Doch wo fangen wir an? Über welche Filme wollen wir reden? Es gibt große Filme, kleine Filme, alte Filme, neue Filme und so weiter und so weiter. Und nach meinem persönlichen Geschmack will ich auch nicht gehen. Also machen wir es ganz demokratisch, das Volk entscheidet. Um genau zu sein, wir orientieren uns einfach an der Top 250 Liste der IMDb, der International Movie Database. Ein schöner Querschnitt durch die Filmgeschichte, sowohl mit Mainstream-Hits als auch kleinen Indie-Perlen. Und weil wir auch total Indie sind und alles anders machen wollen, fangen wir nicht wie sonstige Listen mit dem letzten Platz an, sondern vorne, mit Platz 1. Und auf Platz 1 der Top 250 Filme in der International Movie Database ist Die Verurteilten von 1994. Einige von euch sagen jetzt vielleicht, hä? Und selbst wer den Film kennt, fragt sich, ja, der ist gut, aber ist das der beste Film aller Zeiten? Platz 1 heißt ja nicht unbedingt, dass viele Leute den als ihren absoluten Lieblingsfilm betrachten. Vielleicht heißt es auch einfach, dass keiner den scheiße findet. Also, was macht Die Verurteilten so sympathisch, dass er seit Jahren ununterbrochen diese große Liste anführt? Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Tim Robbins spielt Andy Dufresne, der wegen Mordes ins Gefängnis kommt und sich dort behaupten muss. Im Gegensatz zu seinem brutalen Mithäftling ist Andy eher der Typ schüchterner Buchhalter und ein leichtes Opfer. Er schafft es jedoch, sich durch seine Intelligenz den Schutz des korrupten Gefängnisdirektors Norton zu erarbeiten und hilft diesem bei seinen illegalen Geschäften. Als Andy schließlich eine Möglichkeit zu seiner Entlassung sieht, kommt es zu einem folgenschweren Konflikt mit dem Direktor, der seinen nützlichen Mitwisser auf keinen Fall verlieren will. Der Film erzählt neben dieser großen Story auch noch viele kleine Geschichten um die verschiedenen Insassen. So zum Beispiel über den alten Brooks Holton, der nach 50 Jahren entlassen wird und in der Freiheit nicht mehr zurechtkommt. Oder der junge Tommy, der vor der Wahl steht, seinen Schulabschluss nachzuholen oder den Weg der Kriminalität weiterzugehen. Diese persönlichen Schicksale sorgen für das Herz der Geschichte. Man fiebert mit den Charakteren mit und ist entsetzt über die Brutalität und Ungerechtigkeit, die in diesem Mikrokosmos-Gefängnis stattfindet. Einen Ort, wo die Wärter oft schlimmer sind als die Gefangenen. Brutalität, Tauschhandel, korrupte Beamte, Ausbruchspläne. Der Film hat alles, was ein Gefängnisfilm ausmacht. Trotzdem ist das kein Genre-Kino. Wer einen knallharten Knaststreifen erwartet, wird wahrscheinlich von der Hollywood-Geschichte abgeschreckt. Schnell zusammengefasst, was ist cool an den Verurteilten? Nun, das Setting ist schon mal interessant. Gefängnis geht ja eigentlich immer. Und auch die Darsteller sind top. Tim Robbins ist vielleicht Geschmacksfrage, aber Morgan Freeman liebt ja nun wirklich jeder. Und ja, natürlich ist er mit seiner markanten Stimme auch der Erzähler der Story. The guard simply didn't notice. Neither did I. I mean, seriously, how often do you really look at a man's shoes? Der Film ist eine wunderbare Mischung aus Drama und Heist-Movie. Oft deprimierend, aber auch mit anrührenden Momenten. Die Geschichte lebt von der Menschlichkeit an einem Ort der Unmenschlichkeit. Wer dem Film Böses will, könnte sagen, das ist zu gefühlsduselig und voller Klischees. Doch die IMDb-Wertung zeigt, den meisten ist das egal. Fast 1,7 Millionen Leute haben den Film im Durchschnitt mit 9,3 von 10 Punkten bewertet. Und damit sind Die Verurteilten seit Jahren auf Platz 1 der beliebtesten Filme aller Zeiten. Und somit auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und damit verabschiede ich mich von der ersten Ausgabe von Filmlux, die großen 250. Das nächste Mal machen wir mit Platz 2 weiter. Francis Ford Coppolas Mafia-Klassiker Der Pate.